Hallo, liebe Pico-Freunde. Eigentlich steht jetzt ja das Video von der E32 an, das Einpacken und das Zusammenbauen. Aber ich muss Ihnen oder möchte Ihnen jetzt noch was anderes zeigen. Und zwar in der Zwischenzeit arbeiten wir mit Hochdruck an der Dampflok BR83.10, weil wir wollen diese noch im April jetzt ausliefern und wir werden diese sogar fliegen, weil wir eine sehr hohe Nachfrage hatten und im Januar, wie wir die ersten Exemplare ausgeliefert hatten, bei Weitem nicht die Nachfrage befriedigen konnten. Insofern haben wir gesagt, wir produzieren die nochmal und haben uns jetzt entschieden, die Lok zu fliegen, weil eben relativ viele Freunde darauf warten. Kostet uns zwar sehr viel Geld, aber ich dachte, wir machen das trotzdem, weil das ist ein tolles Modell. Und jetzt möchte ich Ihnen dann mal die Fertigung, zwar nur in der Montage, möchte ich Ihnen zeigen. Sie werden gespannt sein, wie viele Einzelteile da zusammengesetzt werden müssen. Und zum Schluss haben wir ein ganz tolles Modell. Viel Spaß dabei! Wie ich heute durch die Fertigung gegangen bin, habe ich gesehen, dass wir mit voller Mannschaft an der 8310 arbeiten. Und da dachte ich, dass ich Ihnen das mal kurz zeige. Die 8310 ist ja sehr gut bei unseren Pico-Freunden angekommen. Und leider hatten wir im letzten Jahr, wie wir die Fertigungsmenge für letztes Jahr, also für dieses Jahr Januar festgelegt haben, viel zu wenig eingeschätzt. Und dieses Modell ist super angekommen und leider gleich ausverkauft gewesen. Aber jetzt fertigen wir es nach in einer relativ großen Menge. Wird zwar auch wieder ausverkauft sein kurz danach, aber immerhin. Und wir werden es auch wahrscheinlich noch fliegen lassen, dass wir das sozusagen noch im April in die Auslieferung bekommen. Und jetzt schauen wir uns mal die einzelnen Arbeitsgänge an, die hier jetzt laufen. Es wird hier gerade eine Lampe auf die Rauchkammertür montiert. Die Vorarbeiterin prüft dann noch was, ob alles auch ordentlich ist. Aber jetzt gehen wir mal zum Anfang des Bandes dahinter. Hier wird also der Kessel mit Einzelteilen montiert. Gleiche noch einmal, dann kommen hier sehen also hier vier kleine Teile, die dann jetzt einzeln montiert werden müssen. Und hier geht es weiter mit kleinen Teilen. Nochmal drei Mini-Sachen. Da freuen Sie sich doch sicher, wenn das unsere Mädels hier in China alles für Sie machen und wir das nicht in den Zurüstbeutel packen und sagen, ach, machen wir die Lok 20 Euro billiger. Und dann können Sie das alles selber montieren. Das würde nicht gehen. Würde auch nicht unserer Philosophie entsprechen. Wir wollen gute, fertige Produkte liefern. Hier werden die ganzen Leitungen jetzt gemacht, dran gesteckt. Weitere Details. Meine Güte,
Die mussten noch vorher auch alle separiert werden von den Spritzlingen und auch noch eingefärbt werden. Und es geht weiter. Die kleinen Haufen hier sind alles die Teile, die montiert werden müssen. Hier wird jetzt ein Kontaktblech installiert. Auch nochmal den Einzelteil und dann innen das Kontaktblech rein. Und weiter geht's. Und dann sind wir jetzt da, wo wir gerade angefangen haben, bei der Vorarbeiterin. Und hier liegen sie alle, die Kessel. So, jetzt schauen wir dann mal zum nächsten Band. In diesem Band werden die Fenster eingesetzt in die Fahrerkabine und wir sehen dann auch anschließend noch den Tender. Lüftungsdächlein oder was auch immer das ist, hier kommen dann die Fenster rein. Das heißt hier, wenn wir. Die trocknen wir kurz. Und dann geht's weiter. Und auf der Seite des Bandes montieren wir den Kohletender, den Kohleaufsatz. Mit den Lampen einsetzen. Auch hier wieder 1, 2, 3, 4 Teile, die montiert werden müssen. Und dann werden wieder Griffstangen montiert. Auch wieder einen Haufen. Musste alles repariert werden, meine Güte. Schon ganz schön viel Arbeit. Und dann zum Schluss kommt die Leiter drauf. Die Aufstiegsleiter. Und dann sind sie fertig. Ja, auch wieder ein paar. So, dann schauen wir mal zum nächsten Band. Hier gibt es jetzt verschiedene Arbeitsgänge. Einmal werden die Leitungen an den Motor
gelötet. Das ist mal wieder schon ein fertiger Schritt dazwischen, den übersetzt. Schauen wir mal, hier wird da scheint es wohl jetzt gerade ein Problem gegeben zu haben. Da wird das Flywheel aufgedrückt. Dann hier werden die PCBAs verlötet. Hat man wohl was falsch gemacht. Müsste was abgezogen werden und wird jetzt noch ein Teil dazwischen gelötet. Dann hier die Radsätze für den Ten, für die Nachläufer. Nicht Tender, sondern Nachläufer. Hier wird jetzt Drähtchen angelötet an Stromabnahme für die Räder. Hier werden die dann Schleifer eingebracht in das Plastikteil, was dann auf die Räder von dem Nachläufer kommt. Und dann gehen wir mal auf die andere Seite, Gesundheit. Und da, hier erstmal den Haufen, wieder den Haufen Leitungen, die angebracht werden müssen. Da. Auch wieder den Haufen Leitung. Das ist kein Abfall hier, sondern wird jetzt hier montiert. Radsätze einbringen. Wir werden die genau positionieren, damit es hinterher auch keine Wackler gibt. Und dann kommt das Getriebeunterteil drauf und verschraubt. Mit der Hand reingedreht. Und hier werden Steuerungen gemacht. Alles zusammengefügt werden. Hier wird jetzt der Nachläufer an. Montiert und Teil des Gestänges mit den entsprechenden Zylinder. Dampfzylinder. Hier werden jetzt die Steuerungen anmontiert.
Und die andere Seite dran. Gleiches in Grün. Wieder Positionierung. Und dann die kleinen Teile dran. Hier kommt jetzt die Elektronik dran zum Einbauen. Ja. Hier der Motor. Und dann wird noch verdrahtet und dann geht es zum Testen. Und hier wird jetzt angefangen zu testen, ob alles Lok auch richtig läuft, ob die Kabel alle richtig angeschlossen sind, so dass man also jetzt schon mal im Vorfeld weiß, ob das auch funktioniert. So, nächste Station. Und übrigens, liebe Pico-Freunde, wenn ich mal irgendein Teil falsch bezeichne, ich bin nicht der Spezialist für die Dampfloks. Da haben wir andere Mitarbeiter im Haus, die das alles ganz genau wissen. Sehen also, wie hier auch wieder montiert wird. Viele Teile. Hier werden auch wiederum Steuerungsteile angebracht. Hier Steuerungen zusammengebaut. Sie sehen immer, wie viele Teile hier bei den Mitarbeitern rumliegen. Das muss alles einzeln besorgt werden. Hier werden jetzt die Schnecken aufgedrückt. Hier werden jetzt als erstes mal die Drähte ordentlich eingebracht, damit die hinterher auch nicht irgendwo eingeklemmt werden. Es sind ja relativ viele Drähte, die hier so einfach von vorne nach hinten gehen müssen und die müssen eben ordentlich positioniert werden. Dann werden nochmal zusätzliche Leiterplatten eingebaut und auch noch eine Abdeckung über die Leiterplatte vorgenommen. Weitere Teile. Und kommen noch mal ein paar Einzelteile drauf. Noch mal ein paar Griffstangen. Ah, sind keine Griffstangen, sind Halterungen vorne der Pufferbohle. Dann kommen die Puffer drauf. Jetzt wird verheiratet. Schauen wir uns das mal an. Erstmal die Rauchkammertür drauf. Dann innen drin. Also ja,
warten. Nur umgekehrt. Kohlebüchse erst und dann die Rauchkammertür. Und fertig ist die Lok. Also hier haben wir sie jetzt schon. Bedruckt. Komplett montiert. Ja, und dann warten wir noch mal aufs Einpacken. Aber das Einpacken wird noch ein oder zwei Tage dauern. So. Jetzt ist sie fertig und jetzt wird sozusagen die Endprüfung hier vorgenommen. Einmal, ob sie auch tadellos läuft, ob die Lichtfunktionen da sind. Jeder einzelne kommt hier auf den Prüfstand. Und bevor die 8310 eingepackt wird, wird nochmal eine Endkontrolle vorgenommen und einige Details angebracht. Alles noch mal genau angeguckt, kleine Ausbesserungen vorgenommen. Und morgen geht's dann in die Schachtel. Hello Pigou friends, I'm the business manager of Pigou China. Because Dr. Weffer is not in the factory today, so I'm going to make a video to show you how we pack the BR 83.10. Hallo,
Liebe Pico-Freunde, das war der Bericht über die Produktion der 8310. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wir werden die Ware diese Woche noch nach Deutschland fliegen, damit wir sie bis Ende April an Ihre Fachhändler ausliefern können. Sie können sie sich also voraussichtlich in der ersten Maiwoche bei Ihrem Händler abholen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit den Pico-Produkten. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Und dann tschüss.